Hallo Leute, hier ist Session Music in Frankfurt am Main, der Basskanal. Hier ist Marco, ich stelle euch heute Folgendes vor. Sandberg VS4 HG CR. CR für Creme. Und da ist er. Sehr gut. Okay, Leute, willkommen bei Session Music, der Basskanal. Ich bin Marco und stelle euch vor, das Teil hier. Und zwar von Sandberg, ein Elektra in VS HG CR. Güte, Güte, was für Namensgebung. Also, das ist halt ein Precision Bass Derivat in High Gloss, ne? Hochglänzend. In Cremefarben. Den haben wir neulich schon mal gehabt, glaube ich, in Sunburst. Den gibt es jetzt hier in dieser wunderbaren Creme-Ausführung, finde ich großartig. Also geht immer noch mehr in Richtung Vintage halt eben. Ich würde sagen, dass heute der Anyway-Gurt wirklich absolut gar nicht dazu passt. Aber der Peter und ich und die ganzen Jungs hier vom Videoteam, wir legen einfach da Wert drauf, dass dieser Gurt immer benutzt wird. Genau auch das Kabel. Es ist immer dasselbe Kabel, immer dasselbe Gurt und eigentlich auch immer dieselben Black drin. Da wäre es schon wieder zum zweiten Mal, weil ich beim letzten Video das wirklich vollkommen vergessen habe. Leute, bestraft mich bitte nicht dafür. Zeige euch schon mal diesen coolen Bass. Die Firma Sandberg, wie gesagt, die Jungs da, die machen da wirklich hervorragende Instrumente und haben diese etwas, sagen wir mal so, günstigere Linie erweitert um dieses Modell. Das gibt es halt dann auch als Jazzbass natürlich, um diese coole Farbe. Finde ich persönlich irgendwie noch geiler als, hier kannst du wieder mal piepen, Peter. Finde ich noch geiler, zweimal piepen, als diesen Sunburst-Farben. Ne? Ganz klar, Sandberg-Qualität vom Feinsten natürlich wieder hier. Linde-Korpus, Precision-Bass-like natürlich, die fette Brücke von der Firma Sandberg. Die Jungs haben irgendwie seit der letzten Messe auch hier, vielleicht kannst du näher rankommen, Peter, auch da so eine Zusatzschraube eingebaut, irgendwie, die ist wirklich erleichtert, diese Brücke besser einzustellen. Ich fand, es war mir so ein bisschen so ein Pain in the Peep. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese Brücke einzustellen, das geht damit wesentlich besser. Habe ich selber probiert. Ist wirklich eine Erneuerung, die Sinn macht. Wie gesagt, die Brücke ist einfach ein bisschen fetter, ein bisschen dicker. Bringt natürlich halt auch vom Sound schon ein bisschen eine kompaktere Dichte logischerweise. Aber ließ sich bei den alten Modellen, finde ich, ein bisschen schlecht einstellen. Ist hiermit logischerweise wieder gut gemacht worden von den Jungs von Sandberg. Und deshalb wieder ganz viele Pluspunkte. Saiten werden einfach hier eingehängt. Auch eine gute Sache. Man muss die Saiten nicht mehr durch irgendwelche komischen Löcher durchziehen, sondern werden einfach nur eingehängt und die Saiten bleiben logischerweise auch ein bisschen länger frisch. Das ist insbesondere bei Elixier-Saiten, also solche Beschichtsaiten, wo man allein schon, wenn man die Saite durch dieses Loch von der Brücke durchzieht, sich schon so ein bisschen die Beschichtung kaputt macht. Großartig. Ansonsten Tonabnehmer im Precision-Style mit dicken, fetten Pole-Pieces. Elektronik ist aktiv-passiv. Wir haben halt eben Master-Volume hier. Gleichzeitig mit, ne? Mit passiv Push-Pull-Potty, also hier gezogen. Ja, mit Push-Pull-Potty, das bedeutet gezogen, passiv, gedrückt, aktiv. Sound ist echt cool von dem Teil, muss ich sagen. Ansonsten noch hier Höhenblende, das bedeutet 12 Uhr Stellung, keine Beeinflussung. Ja, ihr hört hier Rauschen, Zirpen. Komplett zu, in der Mitte, komplett auf. Dasselbe für den Bassregler. Banjo.
Bass, mehr Bass. Ne? Elektronik ist sehr, sehr, sehr funktionell, dazu ist wirklich einiges. Das wertet, finde ich, den Bass wirklich auf. Also neben den, sagen wir, klassischen Prezi-Sound, also fast gleichen Prezi-Sound, die das Ding produzieren kann, hat man nur die Möglichkeit, wirklich ein paar Farbnuancen mehr. Also ich finde zum Beispiel so ein bisschen Höhen und ein bisschen Bässe reingehauen. Für Blackroom-Sound großartig. Oder Bässe drin gelassen, Tick, und dann einfach hier. Schönen Fingersound, schön dicht, wie gesagt, kann auch schöne weiche, ne? Kann man. Ne? Kann man wirklich schön ein bisschen Kunst auch damit machen. Also geht über einen normalen Precision Bass auch so ein bisschen drüber hinaus. Schönes Schlagbett in Tortoise mit einer etwas veränderten Optik. Ne? Wie gesagt, also hier so die. Die Rundungen sind so ein bisschen anders als beim Original. Sieht alles so ein bisschen kurviger aus. Die Cutaways sind auch ein bisschen tiefer gehalten hier. Ne? Also man kann hier wirklich schön bis zum 22. Ne? hochgehen. Wer da immer sich verehrt. Ihr wisst ja, Marco über den 12. Bund ganz, ganz selten. Ne? Anyway, zum dritten Mal. Hier oben auch wunderbar gehalten. Schön Palisander, Griffbrett, Slapboard, also flach aufgelegt, recht dickes Griffbrett, Auenhals, auch so ein bisschen diese Tinted-Optik, also ein bisschen auf Vintage gefärbt, in diesen obligatorischen, so ein bisschen gelblich, ne? Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Der Nullbund, klar, bei Sandberg ein Muss, auch gut verarbeitet alles hier, Kunststoffsattel. Ich würde sagen, macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich persönlich würde mir noch ein paar Dots, ja, oder ein paar Blocks wünschen, denn ich bin so einer, ich gucke auch mal ganz gern auf das, was ich spiele, so von Zeit zu Zeit. Und diese kleinen Side-Dots, ja, die reichen, aber manchmal ist es nicht genug. Also, und ich finde auch, dass ein Griffbrett ruhig Block-Inlays oder von mir aus auch Dots haben sollte. Da stehe ich einfach drauf. Ne? Also das wäre so eine, vielleicht machen das hier Jungs mal von Sandberg vielleicht so eine Block oder Dot Edition oder sowas. Anyway, zum vierten Mal. Wir haben noch hier die klassischen Mechaniken. Offen, rechts drehen, so im Stil von alten Schaller-Mechaniken, die man halt früher bei Fender so hatte. Funktioniert in der Gängigkeit einwandfrei. Wie gesagt, hier das obligatorische Logo noch und die Seriennummer. Die Kopfplatte wie immer so ein bisschen an Fender erinnernd, aber beispielsweise auch andere Instrumente. Auch gut gestaltet, hier wunderbar, was ich großartig immer finde, wenn man eben den Hals hier, den Trussrod hier mit dem Imbusschlüssel gut erreichen kann. Ne? Die haben das ganz gut gemacht, die Jungs, die haben einfach diese Nut ein bisschen tiefer gefräst, also ein bisschen länger auch. Das bedeutet, man kann wirklich richtig gut sowohl mit dem geraden als auch mit einem gewinkelten Schlüssel rein, um den Hals einzustellen. Was ich letztes Mal schon sehr gut fand, ist halt dem Seitenniederhalter für G, D und A. Finde ich super, wie gesagt, weil die A-Seite ist immer so ein bisschen schwach bei vielen Bässen. Die E-Seite lässt sich sowieso tiefer ziehen, indem man einfach ein bisschen mehr Seitenwicklung drauf macht. Vielleicht könnte man sogar sowas für alle vier Seiten machen. Jungs von Sandberg, ich glaube, die lieben Innovationen. Wie gesagt, das wäre eine super Sache, denn ich finde, ein Bass klingt anders, wenn die Seiten wirklich richtig drunter gedrückt werden, als wenn sie wirklich so los oder gerade irgendwie da verlaufen. Verarbeitung, Leute, bei Sandberg immer ganz weit vorne, ja, sage ich. Also da kann man wirklich nichts falsch machen, wenn man sich so ein Teil irgendwie holt, denn es ist wirklich alles super verarbeitet. Überlegt mal hier, 6-Punkt-Befestigung, ja, also wirklich solide Batteriefach, hier schön klappbar, ne, kommt wirklich sehr, sehr gut dran. Ich empfehle euch immer eine schöne Duracell reinzumachen, die hält einfach ein bisschen länger. Von vornherein sind hier auch Straplocks, Knöpfe drauf gemacht, und zwar die, ich glaube, die kommen von Rockinger, meinte ich sogar, oder von Göldo, die man halt eben sowohl normal, ja, mit so einem Gurt wie diesen hier, oder halt eben auch mit den Straps so verwenden kann.
Diese Filzböckchen drunter, na, das sieht so ein bisschen so nach Omas Wohnzimmer aus, würde ich persönlich wegmachen. Ich stehe da gar nicht so drauf. Na, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ansonsten Shaping extrem gut verarbeitet. Ein bisschen tiefer sogar gehalten als bei Fender. Das bedeutet, man kann sich den Bass hier schön an meinen, hier so wie bei mir, dicken Bauch einfach dranhängen und. Ihr merkt, dieser Bass hat nur eine E-Seite. Nein, die anderen Seiten klingen natürlich auch gut. Der Bass klingt durchweg sehr, sehr klar, sehr, sehr deutlich. Moderner Precision-Bass-Sound. Ja. Der Look, ganz klar, geht stark in Richtung Vintage. Ja, dieses Creme sieht mit diesen Tortoise-Schlappen extrem gut aus, finde ich. Die Elektronik arbeitet bei extrem. Na, hier hört das vielleicht schon das Rauschen. Ganz klar, hier wird wirklich sehr viel geboostet. Rauscht ein bisschen sehr stark, dann müsst ihr eventuell den Hochtöner, wenn ihr halt eben eine Box mit Hochtönen habt, ein bisschen runterdrehen oder mal schauen, dass ihr vielleicht einfach die Höhen am Verstärker auftritt. Denn das Rauschen kann hier und da auch schon mal nerven. Also ich denke, dass ein Tontechniker mit sowas nicht unbedingt leben kann. Probieren, ne? Immer probieren. Sagen hier, Kollege am Pult, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt hier aufdrehe? Kannst du damit leben oder kannst du damit nicht leben? Beim Aufnehmen würde ich das Ding immer passiv schalten. Ne? Kein Rauschen mehr, die Batterie wird halt eben dann geschont. Oder wenn ihr mal vergessen habt, das Kabel auszuziehen, könnt ihr immer noch passiv spielen. Dann habt ihr aber nur die Lautstärke zur Verfügung. Die anderen zwei Teile, die machen dann gar nichts mehr. Wie gesagt, gut verarbeitet, solides Handwerkzeug, ja? Moderne Sounds. Klingt, wie gesagt, schon wie ein Prezi, aber einfach mit so einer Nuance mehr 2013, würde ich einfach mal sagen. Leute, was soll ich dazu noch viel mehr sagen? Das Ding haben wir natürlich auf Lager in dieser Ausführung, in der Sunburst-Ausführung, ganz klar. Wir haben irgendwie kiloweise Sandbergbässe da, weil wir irgendwie auch da drauf stehen, auf diese Teile. Kommt in den Laden mal vorbei. Macht euch selber mal ein Bild oder bestellt euch das Ding einfach mal auf unserem Webshop. Wie immer, ganz klar, 33 Tage Money-Back-Garantie oder die 66 Tage Umtauschrecht. Der Peter nickt zufrieden. Das ist meine kleine Soufflöse heute. Hat mir so ein paar Zettel hier so überall versteckt, damit ich immer so sehe, was ich sagen muss. Das mit 66 Tagen, das läuft immer schief bei mir, Peter. Aber anyway, der Peter und ich, das sind wir so ein Dreamteam, finde ich. Vielen Dank, Peter, an dieser Stelle nochmal, dass du mich da immer supportest. Ja, Leute, an euch, kommt vorbei, guckt euch das Ding mal an. Bass-Team von Session Music in Frankfurt wartet auf euch. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und natürlich ganz klar, obligatorisch, heute auch mal mit Blacktone gespielt, weil ich einfach drauf stehe. Verändert. Macht's gut, Leute. Ciao.